Leute, puh, war eine richtig geile GZSZ-Woche, oder? Geht's dir gut? Was machst du hier? Das ist mein Wunschzettel. Den habe ich kurz vor meinem 9. Geburtstag geschrieben und hier versteckt. Was wird das? Eine emotionale Erpressung? Glaubst du wirklich, du kannst alles damit entschuldigen, dass ich damals mit 14 keine Mutter sein konnte? Du bist alt genug, Laura. Für das, was du tust, trägst auch du die Verantwortung. Du bist noch genauso wie damals. Und du machst es wieder. Du lässt mich wieder im Stich. Nee, es kommt tatsächlich nicht so richtig zu einer Aussprache vorm Kinderheim, weil, ja, also aus zwei Sachen. Einmal, weil Yvonne in dem Moment einfach auch nicht offen ist für ein, ja, für ein Versöhnungsgespräch, was Laura eigentlich gerne möchte. Und nochmal auf ihre Vergangenheit hinweisen, was sie sich immer gewünscht hat, dass sie sich immer eine Mama gewünscht hat, dass das Einzige, was sie nicht hatte, Mama und Papa war, der sie abgeholt haben. Und Yvonne wird aber davon in einer Situation erwischt, wo sie sagt, nee, stopp, Moment, komme jetzt nicht mit der schlechte Gewissen-Nummer, weil das eine hat mit dem anderen für mich nichts zu tun. Also das ist okay, aber dass du deshalb solche Sachen tust, steht für mich in keinem Zusammenhang. Ich störe dein Scheißglück. Darum willst du mich loswerden. Offensichtlich reicht dir meine Liebe nicht. Ein schlechtes Gewissen ist keine Liebe. Zumindest fühlt es sich nicht so an. Weil du sie nicht fühlen kannst, Laura. Meine Liebe. Sie fließt einfach durch dich durch. Ins Nichts. Ich habe immer alles entschuldigt, was du getan hast. Weil ich dachte, ja, du bist, wie du bist. Weil ich war, wer ich war. Komm, sag's. Komm, sag's. Sag's doch einmal. Ich bin nicht so, wie du mich gern hättest. Und deswegen willst du mich anders. Ich will dich ein bisschen weniger selbstzerstörerisch, Laura, ja. Dass du nicht immer mit dem Arsch einreißt, was du dir gerade aufgebaut hast. Du hattest doch alles, was du wolltest. Eine Familie, Freunde, Janis, John. Laura, alle lieben dich. Wollen dir helfen, wollen, dass du glücklich bist. Vielleicht will ich noch was anderes. Anerkennung. Und ich hab so satt, darum zu kämpfen. Ich hab alles gegeben, Laura. Und jetzt? Soll ich jetzt aus deinem Leben verschwinden, weil ich zu anstrengend bin? Wenn du das glaubst, dann ist es vielleicht wirklich besser so. Äh,
zu hören, ich bin nur so scheiße, weil du so scheiße zu mir warst, um es mal ganz platt zu sagen. Und wärst du nicht so gemein gewesen und würdest du mich richtig lieben und würdest du mich genug lieben, dann hätte ich keinen Grund, solche Dinge zu tun. Und ich glaube, dass sich mal ab und zu ins eigene Leben zu übersetzen, das ist wirklich, wirklich schlimm. Und das macht es, jein, schwierig zu spielen, ist aber auch eine tolle Herausforderung, das zu spielen. So, ne? Also deshalb ist es auf der anderen Seite auch wieder leicht, weil man, weil man emotionalen, also jemand, der auch Mutter ist, so wie ich und so, man kann das ganz gut herstellen, sich so eine Situation vorzustellen. Also, wenn ihr diese Szene verpasst habt und aber sehr gerne wissen möchtet, was auch noch vorher passiert ist, dann könnt ihr es jetzt ganz einfach 7 Tage lang kostenlos anschauen. Immer wieder von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. 7 Tage kostenlos auf RTL Plus. Habt ihr gesehen? Also, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann könnt ihr auch einfach hier klicken, weil da gibt es noch weitere Videos. Oder ihr schaut euch einfach ganze Folgen an, die gibt es hier. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich abonniere einfach. Ja, los, abonnieren. Komm.